Und nun möchte ich gerne den Martin Hüller nach vorne bitten. Martin? Für einen alten Mann ist das nichts, hier ohne Treppe hochzugehen. Ich muss euch was zeigen. Die habe ich nicht geklaut, sondern die habe ich mir ausgeliehen von Markus Wegener. Wo ist er? Da hinten irgendwo. Ich soll euch zeigen, es sind im Grunde genommen immer nur so Äußerlichkeiten. Ja, dass der Martin mal mit der Antifa-Flagge rumläuft, das hätte er sich bis vor 20 Minuten auch nicht vorstellen können. Aber er macht es aus einem vernünftigen Grund, denn ich sehe hier vor mir verdammt nochmal nur Antifaschisten. Und ich habe hinter den Absperrungen der Polizei habe ich Leute gesehen, die eigentlich gegen ihresgleichen selbst demonstrieren müssten. Denn was aus diesem Mund kommt, das ist Faschismus, das ist Rassismus und damit möchten wir hier nichts zu tun haben. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich muss einfach mal Danke sagen, danke an die Polizeibeamten, die diese Veranstaltung insofern möglich gemacht haben, dass sie große Reibepunkte, wie sie hier an dem Ein- und Auslass gewesen sind, dann doch zurückdrängten, dass wir hier zumindest in friedfertiger Absicht das Gelände verlassen konnten, um uns eventuell auch mal was zu trinken zu holen oder aufs Klo zu gehen. Es ist dann trotzdem dazu gekommen, dass hinter uns ein paar Leute dann gestanden haben und uns trotzdem als Faschisten, als Pegida-Teilnehmer, als Nazis, als Arschlöcher bezeichnet haben. Aber wer mich kennt, der weiß, da gibt es diesen sogenannten Lotusblüteneffekt. Ich kann den wirklich nur empfehlen. Es muss einfach an einem abtropfen, denn sonst macht man sich mit den Dingen gemein und da hat keiner was von. Ich möchte es nicht versäumen, bevor ich es ganz vergesse. Ich möchte euch Grüße bestellen, zum einen aus Wien vom Stefan Bartonek. Der hat mit mir gesprochen, er hat gesagt, grüßt die Leute in Hannover vor Ort. Und ich möchte... Der konnte nicht hier sein aus verschiedenen Gründen. Und ich möchte euch auch grüßen, vorhin noch mit ihm telefoniert, von unserem Kai Orak, von Kai aus Hannover. Der weilt heute in Chur in der Schweiz bei der AZK-Konferenz und musste sich da entscheiden, geht er zur AZK oder bleibt er in Hannover, da hat er das Auswärtsspiel gewählt. Da habe ich gesagt, okay, mache ich das Heimspiel, bin ich hier. Ich freue mich, dass doch einige Leute hergekommen sind. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin in den Zeiten, in den harten Zeiten, wo uns in 1500, 2000 Kilometer Entfernung die Schrapnellen um die Ohren fliegen, ein bisschen erstaunt, dass von 500 und Teilnehmern und von 10.000 Angeschriebenen dann doch hier nicht unbedingt eine Handvoll, aber dann doch eine überschaubare Menge gekommen ist. Ich frage mich wirklich, was muss passieren, dass wir Massen hier auf die Straße bringen? Ist es irgendwie, dass hier erst die Bomben fallen müssen? Kann es nicht sein, dass man nicht erst dieses Szenario braucht, dieses sogenannte Endgame? Kann es sein, dass man vielleicht vorher mal aufwacht, dass man vorher sich vielleicht Gedanken macht und sagt, hey, das kann hier jederzeit passieren? Und auch was die Antifa betrifft, da muss ich halt auch nochmal sagen, ich kann es nach wie vor nicht verstehen, weshalb man demonstriert gegen Leute, die einfach nur Frieden haben wollen. Ja? Hier wird man kein rassistisches Gedankengut, wird man nirgendwo feststellen können. Und wenn man sich auf so Seiten wie Pegada Watch und Aluhut für Ken und wie diese ganzen Dreckseiten alle heißen, da umguckt, dann ist es wirklich schon waghalsig, wie aus einigen Sprechern hier Nazis konstruiert werden. Ja, da reicht es dann schon, dass unter einem Artikel auf Facebook irgendjemand irgendwas kommentiert hat. Das macht denjenigen schon zum Nazi. Ja? Und das ist eine Sache, die geht für mich überhaupt gar nicht. Und ich habe langsam das Gefühl, dass so einige in diesem Bereich langsam auch nachdenken und sagen, wozu stehen wir denn hier überhaupt? Ja?
In Leer, wo habe ich mir erzählen lassen, in Leer war es zu beobachten, dass Leute von der Antifa, von den jungen Linken, von den Jusos, von der grünen Jugend dort bei einer Veranstaltung waren, die sich Legida oder Leergida oder so nannte. Ja? Bitte was? Bitte sehr, auch meinetwegen so, ja, die dann aber in ihre Busse und Mannschaftswagen wieder zurückgelatscht sind und an der Mahnwache einfach vorbeigegangen sind, die haben die überhaupt gar nicht zur Kenntnis genommen, ja, weil und warum nicht, weil sie keinen Auftrag hatten, du machst nicht zwei Jobs, wenn du nur einen bezahlt bekommst, das ist nun einfach so. Und daran merkt man natürlich halt auch so die Ernsthaftigkeit dieser Gruppierung. Ja, es ist das alles so ganz schön. Ich habe ja vorhin da auch einen Kaffee getrunken, ich habe die dann auch gesehen. Die sind ja ganz lieb und die sind ganz nett. Das sind junge Leute, die sind halt ein bisschen verblendet, sind stolz auf ihre North Face Jacken, die sie tragen, wie eine Uniform, damit sie irgendwie gegen die bösen Faschisten, die hier mit Antifa-Fahne stehen, irgendwie protestieren können. Aber da machen wir nicht mit und ihr habt das in Halle wunderbar vorgemacht, dass ihr euch hingestellt habt bei Störern und einfach geschrien hat, Nazis raus! Und das war ein Zeichen, nämlich, dass ihr euch diese Meinung der anderen Leute nicht anzieht, das nicht verinnerlicht. Ja? Und das ist das Allerwichtigste. Wenn man sich nämlich überlegt, auf diesen Seiten, die gegen diese Bewegung und auch schon gegen die ganze Friedensbewegung hetzen, wenn man sich das durchliest und verinnerlichen würde, dann kriegt man wirklich Magengeschwür. Und das kann keiner von uns gebrauchen. Und denkt bitte immer daran, wir sind die Hellen, das sind die dunklen Leute. Wir sind hell, wir strahlen Helligkeit aus. Das ist der Grund, weshalb wir hier überhaupt zusammenkommen können. Denn böse Leute können so überhaupt gar nicht zusammenkommen. Ich möchte endlich, dass da Klarheit herrscht und dass die Leute das endlich begreifen. Dass Leute, die sich für Frieden einsetzen, die vielleicht auch Verständnis haben für die eine Position oder für die andere Position, nicht gleichzeitig Fanboy sind von irgendwelchen anderen Gruppen, sondern dass man sagen kann, okay, ich bin dafür, dass der Donbass frei wird, dass die unabhängig sind. Ich bin für Nova Russia, dafür bin ich. Ich bin dafür aber auf der anderen Seite keiner, der Wladimir Putin den Puderzucker in den Arsch blasen muss. Ja, was da nicht korrekt ist, das muss man genauso ansprechen können. Und genauso ist es andersherum, dass wenn irgendwelche Leute sagen, ich bin vielleicht dafür, dass die Westukraine sich zurückholt, was sie eventuell verloren haben, ja, dann heißt es noch lange nicht, dass man unbedingt mit Stars and Stripes hier rumlaufen muss oder mit einer Israel-Fahne. Ja, das Verrückteste ist ja auf so einer Anti-Familien-Demo gewesen. Da sind die dann mit Israel-Fahnen in Regenbogenfarben rumgelaufen. Da wusste ich dann überhaupt gar nicht, was soll mir diese Symbolik jetzt noch sagen? Ist das, was heißt das? Ja, es ist alles so ein bisschen schwierig. Es geht nur um Symbolik. Liebe Leute, ihr seht da hinten, hier ist die Antifa, ja, nicht da hinten, da wo ihr seid. Und ich kann nur sagen, Hannover dankt euch, ich danke euch vor allen Dingen. Und ich hoffe, dass bei der nächsten Endgame-Veranstaltung wirklich mehr Leute dabei sind, auch aus anderen Lagern. Man sollte sich angewöhnen, irgendwelche Fehler, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, nicht Tage und Wochen lang irgendwie nachzutragen, sondern dass man sagt, wir sind alle im Namen des Herrn unterwegs und dieser Weg ist gerade und den werden wir zusammen gehen. Ich danke euch. Danke, Martin.